Hallo, liebe Zuschauer der Super Sternenkrieg Super Star Wars. Auch zur Vorweihnachtszeit findet er natürlich statt. In Stereo. Ja, super. Bin ein bisschen überrascht, dass ich euch das Spiel bisher noch gar nicht gezeigt hatte. Super Star Wars. Hat sich auch jemand von euch gewünscht? Eigentlich richtig gutes Spiel auf dem Super Nintendo. Komisch, dass ich euch das noch nicht gezeigt habe. Naja, irgendwann ist immer das erste Mal. Und jetzt Musik, Musik, Musik. Jawohl. Aber wir wollen uns nicht die Demo angucken. Wir haben uns ja schon mal die Gameboy-Version angeguckt, die auch okay ist. Und jetzt wollen wir mal starten in die Super Nintendo-Version. Ja, long time ago in a galaxy far, far away. Na, das ist auch immer wieder a long time ago. Star Wars, Krieg der Sterne, spielt nicht in der Zukunft. Es spielt in der Vergangenheit. Das ist Science Fiction. Aber keine zukünftige Science-Fiction, sondern eine vergangene Science-Fiction. Daher auch immer ja, dieses Märchenhafte. Ich würde sagen, wir überspringen das mal mit der Musik hier, weil sonst kommt nämlich wieder YouTube und sagt, hier gehört dir nicht das Lied, Content-ID-Treffer, Video löschen, Kanal zumachen und, ja gut. Ja, naja, wir brauchen es nicht wirklich. Das kennen wir auch, ne? Die Szene aus dem ersten Film, mit der Rettungskapsel, die abgeschossen wird, R2-D2 und C-3PO an Bord. Mit den Bauplänen des Todessterns. Nur, Luke war da nicht an Bord. Merkwürdigerweise. Kein Lichtschwert hier. Und das hat er dann ja bekommen von Obi-Wan. Wir wissen's. Ja, ja. Wir wissen's. Also, für jemand, der Star Wars nicht kennt und sich das jetzt noch angucken wollte über die Weihnachtsfeiertage. Ich, wollte jetzt... wollte jetzt nicht spoilern. Tut mir leid. Falls dem so ist. Hallo. Kommt der noch überhaupt rüber? Kommt der nur rüber, indem ich Schaden nehme? Das ist ja ein Ding. Oh, mein Gott. Diese Flugsaurier kann ich mich auch nicht dran erinnern, dass es die auf Tatooine gab. Ich will mein Schwert. Haha. Naja. Vielleicht Szenen, die aus dem Film rausgeschnitten wurden. Man weiß es nicht. Och ja, klar, hier. Skorpion, Papa, Mama. Mhm. Geht hinfort von mir. Das ist ja schön, dass ihr so viele Herzen droppt, aber irgendwie sind die ganz schön fix unterwegs, die Jungs. Wer bist du jetzt? Osterhasi oder was? Wir sehen aus wie Osterhasen. Wie Alien-Osterhasen. Es kann doch nicht sein, dass ich nicht die Waffe wechseln kann. Ich kann pausieren. Los. Gib mir mein Lichtschwert. Na toll. Spiele damals. Dass man direkt am Anfang anfangen durfte im Level. Da ist man ja heute praktisch verwöhnt mit den ganzen Checkpoints, die man nachgeschmissen bekommt. So hundertprozentig gefällt mir die Steuerung aber nicht. Er reagiert ein wenig träge, der gute Herr Skywalker. Hinfort von mir. So, kommt jetzt wieder ein Mami-Skorpion? Ja, natürlich. Diese Rolle, die macht er auch nur, wenn man nach oben drückt. Oh, Mami-Skorpion kommt. Ja, ihr seid ein bisschen viele. Also ganz ehrlich, ich glaube, mit Lichtschwert wird es hier besser gehen. Dann hätten die gar nicht so die Chance, so nah ranzukommen. Ja, Blaster-Power-Up. Ja, ist ganz toll. Man kann auch nicht schräg nach oben schießen. Aber zumindest wüsste ich nicht, wie das funktioniert. Hat nur die Möglichkeit, komplett nach oben zu schießen oder rechts und links halt. Und jetzt darf ich wieder am Anfang anfangen. Da ist er natürlich wieder, toll. Komm, Skorpion. Na, vielleicht hat das Spiel jetzt mal Nachsehen mit mir. Nein. Die Gegner spawnen. Immer noch gleich. Nee, ich finde keine Möglichkeit, nach schräg oben zu schießen. Das geht nicht. Anscheinend nach schräg unten. Gerade gesehen.
Ja, das bringt mir aber nichts. Sie will nach Schreck oben schießen. Bei den Angriffs... Vektoren, die hier haben. Angriffsvektoren, genau. Ja, ist klar. Und die gerade schon mal ermordet? Ach, hau ab, du Vogelfiech. So, genau. Die intergalaktischen Tatooine-Osterhasen. Spawn natürlich auch gut Herzen, ne? Das muss man ja auch mal sagen. Dadurch, dass ich nicht schräg nach oben schießen kann, muss ich entweder auf die Steine selbst draufstellen. Oh, ihr seid doch wohl nicht ganz dicht in der Birne, was? Ah, war das Spiel bekannt, dass es schwer war? Richtig, richtig schwer? Super Star Wars auf den Super Nintendo. Und ich mag nicht mehr, ich habe Angst. Ich will nach Hause. Komm, Luke, renn weg. Geh zurück zu Onkel Owen und Tante... Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Das war's für heute. Morgen sehen wir uns dann wieder beim nächsten Türchen hier im Adventskalender. Bis dahin. Bye, bye.